Ich bin der Afrin Berisha. Im 2002 habe ich die Lehre als Sanitärmonteur abgeschlossen, habe dann bei diversen Unternehmen Erfahrungen sammeln. Im 2016 habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe jetzt inzwischen schon 6 Mitarbeiter. Mein Ziel ist natürlich, die beste sanitäre Arbeit den Kunden anzubieten. Die Qualität ist wirklich das Wichtigste, dort baue ich auf und setze mich mega dafür ein. Und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin selber sehr gespannt. Ja. Also wie es eigentlich üblich ist, ist die Selbstständigkeit am Anfang wirklich sehr, sehr schwierig. Ich musste als Aushilfe bei einigen Unternehmen arbeiten und habe natürlich einen Weg gesucht, wie komme ich zu mehr Aufträgen. Habe ich angefangen zu googeln, dann habe ich gesehen, Renovero, das würde zu mir passen, von der Art und Weise. Habe dann eine Anfrage gestellt, ist dann ein Mitarbeiter zu mir auf den Bau gekommen, über Mittag. Dann haben wir das anschauen, bin ich beraten worden und dann habe ich im Oktober 2016 Mitgliedschaft abgeschlossen. Habe dann Offerten gemacht, wirklich bin fleissig dranbleiben. Habe wirklich eins nach dem anderen, am Anfang mit kleinen Serviceaufträgen und nachher ist es schon so weit gekommen, dass ich Renovationen bekommen habe. Und dann musste ich nicht mehr als Aushilfe arbeiten. Ich habe keine Zeit mehr dafür. Auch dank dem Renovero, ja. Also Renovero finde ich wirklich super, dass sie unkompliziert sind. Mega einfache Abwicklung. Man schließt die Mitgliedschaft ab und zahlt einfach die Jahresgebühr. Es spielt gar keine Rolle, wie viel Aufträge das man gewinnt. Und durch das kann man dann mit den Kunden direkt selber Rechnung stellen. So entsteht viel weniger Büroaufwand. Das ist das, was ich gesucht habe. Damals, als ich als Aushilfe arbeiten musste, weil es einfach zu wenig Aufträge waren, habe ich Offerten fleissig gemacht, habe dann einen Auftrag bekommen, um einen Spülkasten in den Helleberg auszuwechseln. Und das war natürlich gerade nach der Zünni-Pause, als ich rausfahren musste. Dann habe ich den Mitarbeitern in Zünni gesagt, von diesem Unternehmen, ich räume mein Zeug zusammen, weil ich habe jetzt einen Auftrag in Helleberg und ich muss einen Spülkasten auswechseln. Dann haben die anderen gesagt, hey, du verpasst doch viel, viel mehr Arbeitsstunden da, das macht doch gar keinen Sinn, das lohnt sich doch nicht. Bleib doch bei uns, oder? Sag einfach nein. Ich sage nein, ich gehe, ciao zusammen, wir sehen uns morgen. Dann bin ich gegangen, bin rausgefahren, habe dann den Spülkasten ausgewechselt, durfte meine Visitenkarte hinterher. Und lange ist es nicht gegangen, dann hat sich die Kundin nochmal bei mir gemeldet, dann durfte ich 3 Badzimmer renovieren. Und ein Jahr später sind weitere 3 dazugekommen und am Schluss ist das Ganze mehr von mir geworden. Und ich muss sagen, dass ich damals mein Werkzeug zusammengeräumt habe, hat sich wirklich mega gelohnt, ja. Also als allererstes würde ich ihm sagen, muss er unbedingt geduldig sein. Er muss so viele Offerten schreiben, wie es nötig ist. Die Preise müssen realistisch sein, nicht zu teuer, nicht zu günstig. Und dann beim Auftreten, wenn man einen Besichtigungstermin überkommt, dann wirklich professionell die beste Beratung. Schließlich wollen wir das Vertrauen gewinnen.